Hallo und herzlich willkommen zu Phasmophobia Teil 6 mit Tiger Let's Play. Moin. Yay. Warum habt ihr jetzt gerochen? Bambusleitung. Ich habe eine höhere Leitung als du. Also, nee. Ich habe 1000 Mbit, beziehungsweise 1 Gigabit. Bis zu 1 Gigabit pro Sekunde. Und ich habe LAN-Kabel angeschlossen, was ja auch nochmal schneller ist. Auch LAN-Kabel. Landkabel. LAN. Land. Oh, Okay. wieder alles ausrüsten, fällt mir gerade auf. Erstmal alles hier durchklicken, damit es auch für dich das Aktuellste ist. Dann hier. Zwei Kruzifixe. Zweimal Räucherwerk, damit du es nicht verkackst. Ich höre nicht. Nicht wundern, Leute. Er ist heute noch gar nicht pennen gegangen. Ach was. Hoppla. Und wir haben noch nach dieser Folge drei Folgen vor uns, die wir aufnehmen müssen. Vielleicht nehme ich danach noch mein anderes Projekt auf. Ich weiß es nicht. Aber erstmal jetzt das hier. So, was nehmen wir denn? Wollen wir Zufall machen? Ey, wenn wir irgendeine Scheiße bekommen. Egal. Vielleicht finden wir ja dann noch die anderen Sachen, die uns fehlen. Vielleicht ein Fuß. Ja, ich hoffe, es lohnt sich. Ich hoffe, wir finden den Fuß. Ja, von Michael Jackson. Ja. Achte drauf, was du sagst. Die Geister hören zu. Diese Zuflucht im Prime wurde evakuiert. Auch. Oh. Oh. Nee, ich will es gar nicht angucken. Das Haus hat auch noch mal Etagen. Hey, was macht das für einen Unterschied? Siehst du das nicht? Hier hast du jetzt das ganze Camp. Gehst du jetzt einmal hoch, bist du im Haus. Gehst du nochmal hoch, bist du wieder im Haus. Das ist die nächste Etage. Ach so. Das Haus hat scheinbar auch nochmal Erdgeschoss, erste, zweite oder irgendwie so. David Lee reagiert auf Einzelpersonen. Wir sollten uns definitiv aufteilen, weil das ist jetzt ein bisschen größer als das andere Camp. Du willst doch, dass ich sterbe. In den ersten 2 Minuten passiert nichts. Ich habe den Schlüssel geklaut. Machst du Strom und ich gehe ins Haus? Wo ist denn Strom? Keine Ahnung, irgendwo hier auf dem Platz. David, wo bist du? David. Geht's denn hier hoch? Geht's hier nicht noch hoch? Sollte da hochgehen oder nicht? Irgendwas hat hier geraschelt. Nochmal. Ich bin einmal durchgegangen, aber man kommt im Haus auch nicht hoch. Wo bist du? Wo bist du?
Der ist bei mir. Und wo bist du? Vor dem Hauseingang. Also vorne, wenn man reinkommt vor dem Hauseingang. Man hat meine Hand gesehen, ne? Man hat euch ganz gesehen. Wow. Ich Ich hab. glaube, der war gerade auf dem Dixie-Klo. Was war Hey. das? Wow. Dann kriegt er doch einen, wenn man dann da drin ist. Wo bist du? Einmal. Wo bist du? Ich hab die Generator immer noch nicht gefunden, ne? Ist so groß hier. Ey! Ich krieg die Lampe nicht an. Ach, das war das. Hast du das angemacht? Ja, jo. Wo bist du? Wollen Sie mit dem Weg verfolgen? Oh. David, wo bist du? Das war doch David, ne? Ja. Er war hier auf dem Dixie. David, wo Bah. bist du? David, wo bist du? Oh Gott, wie groß das hier ist. So groß ist es eigentlich Ah, nicht. hier ist der Generator. David, wo bist du? David, wo bist du? Ich habe das Hauptgebäude gefunden. Und wo bist du? Ach lol. Er ist wahrscheinlich hier. Hier liegt der Schlüssel. David, wo bist du? Das Licht aus. David, wo bist du? Ach so, du musst weggehen, sonst redet er nicht mit mir. Geh mal vor die Tür oder so. Ich laufe jetzt einmal durch das Haus. Hast gehört? Was? Ich laufe jetzt einmal durch das Haus mit der Geisterbox und wenn nichts kommt, dann kommt nichts. Du wirst sterben. Wo bist du, David? David, wo bist du? David, wo bist du? Ein bisschen. Ein bisschen. Hier ist eine Tür offen. David, wo bist du? Ich höre Geräusche, aber mehr auch nicht. David, wo bist du? Er antwortet nicht. David, wo bist du?
David, wo bist du? David, wo bist du? David, wo bist du? David. Gerade war Hast du der denn Fer keinen Sagen gemacht? ja, aber gerade war er noch nicht. Was war das? David, sprich mit mir. Boah, gerade war dieses weiße Rauschen noch nicht so laut. Hat er die Lautstärke erhöht? David, bist du freundlich? Was ein Ventilator? David, ruf mich an. Hier ist ein Telefon. Er kommt. Er läuft raus. Bin ihm halt instant in die Arme gelaufen, Botschlot. Warum fährt er denn einfach? Wow. Naja, okay. Also. Wie kann das sein, dass er von der anderen Seite kam? Ich habe ihn im Haus gehört. Nein, der war draußen. Läuft. Warum, ich renne ihn auch noch direkt in die Arme. Hört man das kaum? Nö. Ich überleg grad was. Vielleicht den Geist nicht zu provozieren. Wir nehmen Kopfkameras mit. Wieso das? Ich überlege mir gerade eine neue Strategie. Und die Strategie ist, dass wir einzeln reingehen. Größere Wahrscheinlichkeit auf Antworten. Und es ist immer einer Backup. Ja, ich sag mal so, wenn die Person auf eine Person einzeln reagiert, kann man das machen, aber wenn auf alle reagiert, ist das. Wieder zufällig. Das Ding ist, dass ich mich mit der Map nicht mit dem alles hier richtig gut auskenne, ne? Ja, ich hoffe, wir kommen ins Große. Wobei, da nimmt einfach einer eine Kamera mit. Trotzdem zwei Taschenlampen. Oder? Ja.
Nehmen wir eine. Okay, auf in Lass mal den. wieder in die Willow Street. Warte kurz. Okay. Jojo Street. Was für eine Jojo Street? Willow Street. Achso, ich habe Jojo verstanden. Erstmal in die Jojo Street. Catherine Hill. Nehmen Sie mein Kruzifix mit. Reagiert doch alle. Was ist das denn? Was ist das? Vielleicht ist das ein Gegenstand, was uns fehlt. Kannst du rechtsklicken machen? Nee. Ey, nein! Ich habe gerade ein Klatschen gehört. Oh. Der Finger ist rot. Oder ist das eine Hand, die auf den Geist zeigen kann? Da hängt ein Schild dran, kannst du es lesen? Warte. Bitte. Nicht bewegen. Das Schild bewegt sich von alleine. Wish the ghost. Warte. Das ist schwierig. Alter. Wo bist du? Want to do I! Something. Wo bist du? Bist du hier? Boah, das ist so eklig, ne? Wo bist du? Ah! Bist du freundlich? Ja oder nein? Bist du hier? Ich glaube, die Hand verändert sich, wenn da irgendwas ist. Wo bist du? Ich glaube. Desto öfter. Nee. Kannst du mit der Rechtsklick machen? Nein. Wo bist du? Oh, das ist so eklig, das Krack. Wo bist du? Ey. Oh. Hier liegt der Fuß. Ah. Ich hab eine Hand, da ist ein Fuß. Wo bist du? Ekelhaft. Wie alt bist du? Wie funktionierst du? Ey, da, komm mal, komm her. Wo bist du? Komm her. Oha. Hier. In dem Raum. Wo bist du? Nee. Wo bist du? Hä? Wie funktioniert denn das Ding? Wie funktionierst du? Zeige mir den Weg. Oh ja, la 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 la. Zeige mir den Weg. Hand, hilf mir. Wo bist du?
Digga. Oh. Wo bist du? Aber es war Vierer im F nur. Wo bist du? Bist du hier? Oh, das ist die Tür aufgegangen. Badezimmer, glaube Wo ich. Bist du? Ich guck mal kurz im Internet, wie die Hand funktioniert. Ja. Wo bist du? Jetzt mal. Ih. Ih, es ist so richtig ekelhaft, ne? Scheiße, wie heißt die Hand? Wünsche? Affenpfote. Das ist eine Affenpfote? Ich. Oha! Hol die Kamera. Warum? Wir können den Geist fotografieren. Ich kann ihn damit holen. Okay, warte. Ich würde mal in den Van kommen, deine Sanity mal verbessern. Du hast so 44% Sanity. Hör auf, dich zu bewegen, Hand. Wir könnten sterben bei der Hand, ne? Wie? Warum? Hast du die Kamera? Ich werde jetzt einen Wunsch äußern. Wenn es funktioniert, wenn es positiv ist, dann sehen wir den Geist für kurze Zeit. Er bleibt einfach nur stehen. Wenn es negativ ist, handelt er. Es wird negativ sein. Aber vielleicht ist das der Gegenstand, in der Vitrine gefehlt hat. Noch einer. Ich wünsche mir den Geist zu sehen. Lebst du noch? Wie läuft hier rum? Der Wunsch ging nach hinten los. Ich wünsche mir Aktivität. Oh, oh. Ich hasse dich dafür, das weißt du langsam, oder? Duck dich. Warte. Die Tür ist jetzt für 2 Minuten zu und der Sicherungskasten ist komplett kaputt. Du hast noch 3 Wünsche frei, ne? 2. Nee, der Daumen zählt auch noch. Bin ich mir nicht sicher. Ich guck nochmal nach den Wünschen. Ich kann mit der Kamera durch die Box gucken. Ich kann sehen, ob er gleich vor uns steht. Weißt du was? Was denn? Sobald sie huntet, wünsche ich mir was. Was denn? Kann ich jetzt nicht sagen, sonst wird die Hand aktiv. Oh. Ja. Yeah.
Ich wünsche, diesen Ort verlassen zu können. Ich wünsche, diesen Ort verlassen zu können. Die Tür geht nicht auf. Ui. War das ein Hey? Ich schwöre, wirklich, hör auf mit der Scheiße langsam, bitte! Ich hab da nur gesagt, ich wünsche mir, diesen Ort verlassen zu können. Hoffentlich zählt das jetzt Hast nicht. Hast du noch zwei Wünsche? Ja. So, wünsch mal hier hin. Was? Aber warte, warte, warte. Du wünschst jetzt hier hin? Wir müssen drin stehen, also ich Ich muss weiß, drin aber stehen. wir gehen in die Ecke da hinten. Okay. Ich wünsche mir, dich zu sehen. Ich wünsche mir, den Geist zu sehen. Hä? Das funktioniert nicht mehr. Ich wünsche mir, den Geist zu sehen. Ich wünsche, Wünsche der mal Geist Aktivität. zeigt sich. Ich wünsche mir mehr Sanity. Ich wünsche mir mehr Gesundheit. Ich wünsche mir Leben. Mach mal. Das Ding funktioniert nicht. Das Ding ist kaputt. Mach mal. Ich wünsche mir Activity oder wie auch immer. Ich wünsche mir Aktivität. Von der Hand. Ein Kassenbon. Ja, umtauschen. Ja. Ich wünsche mir Aktivität. Ich wünsche mir Aktivität. Die ist kaputt. Oder Ich wünsche mir, den Geist zu sehen. Ich hab kaputt gemacht. Hier, frisst du. Oh, die Tür. Alter, Wo was ist war die das Hand? denn jetzt? Liegt da. Was ist mit dieser Hand los? Ich wünsche mir Aktivität. Ich wünsche mir den Tod. Gar nichts. Vorstell, vorher ist der Finger runtergegangen. Ich wünsche mir neue Wünsche. Ich wünsche mir, den Geist zu sehen. Ich wünsche mir Aktivität. Ich wünsche mir Leben. Ich wünsche mir neue Wünsche. Ich höre sie wieder. Ach du Scheiße. Ich wünsche mir meinen Partner zurück. Ich versuche mir, dein Leben wieder zu wünschen. Mal gucken, ob es klappt. Ich wünsche mir, einen Freund wieder zu beleben. Ich wünsche mir Leben oder ich wünsche mir, meinen Freund wieder zu beleben. Ich wünsche mir Leben.
wünsche mir, meinen Freund wiederzubeleben. Ich wünsche mir, meinen Freund wiederzubeleben. Wo ist die Hand? Nee, wo ist die Hand? Ich komme nicht dran. Ich wünsche mir, meinen Freund wiederzubeleben. Sie reagiert nicht mehr. Hat man nur drei Wünsche? Ich wünsche mir, meinen Freund wiederzubeleben. Ich wünsche mir Leben. Oh. Oh. Ja, das war nicht so sinnvoll. Ey. Komisch. Was ist hier los? Lebst du wieder? Er lebt wieder und ich bin tot. Er lebt für mich. Immerhin. Jetzt muss ich mir das nicht mehr antun. Was ist das denn? Also. Warum ist das rot? Spirit, boah. Ich war richtig über. Hä? Weißt du, was für eine Angst ich hatte? Weil du plötzlich wieder da warst und nichts mehr gesehen hast. Ja, ey, guck mal, die haben sich jetzt in der Vitrine. Boah, die ist so eklig, ne? Ey, beim ersten Mal wünschen, da, dass du wiederbelebt wirst, gar nichts, außer dass sie ja gehuntet hat. Und da hat dein Kruzifix mir den Arsch gerettet. Vor allem, du hast nur gesagt, ich wünsche mir Leben. Und auf einmal war ich wieder da. Hast du gesehen, wie ich gestorben bin? Mhm. Ich so, ich wünsche mir Leben. Tot. Und dann gucke ich so und denke mir so, wo ist deine Leiche? Und dann sehe ich dich da rumlaufen, höre dich so und denke mir so, hä? Ganz komische Sachen, aber das ist echt gut. Ja,
auch wenn der erste Wunsch nach hinten losging. Irgendwie hat keiner funktioniert außer der letzte. Irgendwie schon. Ach, deswegen stand hier Monkey Paw. Affen. Wurstfinger. Spannend. Also, jetzt geht hier der Fuß. Ich würde dann auch mal wieder sagen, das war's dann für die Folge, ne? Ich hoffe, ihr hattet Sprachen lernen, Bubble. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video und der super nicen Affenhand. Teilt doch gerne das Video, lasst ein Like da, gebt ein Abo. Und wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr uns unterstützen würdet. Und wir sehen uns, wir hören uns dann zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.